Nun, das müsstet ihr wahrscheinlich beim Praios-Tempel fragen. Es hat ja immerhin mit Ordnung zu tun. Das sollte man meinen in dieser Stadt, aber dieser Praios-Geweihte, habt ihr auch darauf geachtet? Er sagte, sein Ah Praios, als ja. wenn er einer anderen Glaubensrichtung, einem anderen Gott, an einen anderen Gott glauben würde. Ja, das macht Jalan doch auch gewissermaßen. Er glaubt an Praios, aber er sagt nicht sein Praios und mein Praios. Naja, aber er sagt immer Albuin hier, Albuin da. Ja, er ist Vielleicht. hin und wieder etwas verwirrt. Naja, das ist richtig. Es ist Jalan. Aber vielleicht ist das genauso. Und der Geflügelte und der Nicht-Geflügelte, die glauben halt an eine unterschiedliche Auslegung des Glaubens. Ja, ich vermute mal, ja, ich vermute ja, ich weiß, ihr seid ein Freund von, nun ja, Geschichten. Ich glaube, dieser Preisgeweihte wurde strafversetzt. Es gab da einen gewissen Vorfall in Drohlen. Ja, während ihr über den Marktplatz schlendert, gemeinsam mit den Golgariten, könnt ihr auch sehen, dass wohl zahlreiche Leute stehen geblieben sind oder sich generell zu euch umdrehen, so als wüssten sie, dass ihr gleich wieder hier vorbeikommt. Einige reiche Adlige, auch wenn es nicht so viel sind, ein paar Händler, Kapitäne, arme Schlucker, die da mit ihren zerrissenen Hemden und irgendwelchen Strohhüten stehen, ergänzen das Stadtbild. Und dann könnt ihr sehen, wie eine Person in einer zerschlissenen, grauschwarzen Robe auf euch zukommt. Hey, Wanderer, Ja. kann ich euch für die barbaginische Armee begeistern? Ihr seht gut aus. Ich weiß, ich bin ein sehr, sehr hübscher Zwerg. Das ist richtig. Warum flüstert ihr? Meine Stimme ist angestrengt. Ihr solltet von Otalem einmal aufbrechen in Richtung Babak. Wir haben auch Schiffe hier, wenn ihr euch die Überfahrt nicht leisten könnt. Tragt Wir dafür haben die Armee ein. ein eigenes Schiff. Warum sollten wir uns in die Brabak-Armee eintragen? Nun, wir brauchen immer Leute. Immer Leute für den Dschungel. Verdammt nochmal, tret aus dem Weg. Wie dreist kann man denn bitte sein, für die Brabaker zu rekrutieren? Stößt du ihn beiseite? Ja, wenn er direkt vor mir steht, ja, klar, warum nicht? Ja, dann verrutscht so ein bisschen seine Kapuze, die er sich so halb über den Kopf gezogen hatte. Und du kannst erkennen, dass er nur wenig menschlich aussieht. Er ist keine Echse, aber seine Augen sind so ein bisschen verschoben und er hat keine Ohren. Was? Wie heißt du, Junge? Was bist du denn für Wie ein heißt du, Gestein? Junge? Bist du aus dieser verdammten Brabaker Akademie rausgekrochen oder was? Was hat man dir angetan? Wie heißt er? Ich mache einen Odem auf den, der uns gegenübersteht. Lass mir dabei Zeit. Er blickt sich um und sucht dann euer Schiff, was am Hafen liegt. Die Drachentöte? Gut. Halt, Werde ich mir warte. merken. Wer seid ihr? Bleibt stehen. Ich rechtfertige mich von niemandem. Er zieht sich seine Kapuze wieder über den Kopf. Ist er magisch? Nein. Was treibt sich hier für Gesindel um? Schwachmaten, allesamt. Das war einer, der Scharasas. Ach, tatsächlich. Ihr Dieses habt Gesindel euch treibt sich hier um. mächtige Feinde gemacht. Aber verdient hat das wohl. Sofern man die Brabaker als mächtige Feinde bezeichnen kann. Ah, nicht die Brabaker, aber die Scharasa sehr wohl. Was ist das denn? Eine von Fex verfluchte Familie. Abschaum. Die haben eine Stadt, scheint wohl über der zu herrschen, in der Nähe der Spinnenberge, wenn man den Dschungelweg Richtung Brabak nehmen sollte, falls man überhaupt so dumm sein sollte und diesen auf sich nehmen zu wollen, von der Perle aus. Da sollen die Scharazas drüber herrschen. Der ganze verfluchte Dschungel gehört den Scharazas. Derweil Ja. bei Rafim. Du betrittst den Tempel der Dschungellöwen und kannst erkennen, wie hier zahlreiche Figuren angebracht sind, allesamt irgendwie in Schwarz oder in Gelb. Und Rondra wird hier wohl nicht als Löwen angebetet, sondern eher als Jaguar, als Puma, als Panther.
die dann in verschiedenen Stellungen von oberhalb des Tempelbezirks dann herunterspringt und hier dann das Ganze auf ihre eigene Art und Weise krönt. Und natürlich gibt es im Inneren auch einen großen Kampfplatz, eine kleine Arena. Oh, das ist aber interessant hier. Ich suche erstmal nach irgendeinem kleinen Rondrianer. Du blickst dich ein bisschen um und kannst dann erkennen, wie da zwei Rondrianer stehen, die sich unterhalten. Und lösen sich dann, wenn sie sehen, dass du hereinkommst, das ist wohl irgendwie eine Aranierin Ende 50, würdest du sagen, also fast Anfang 60, mit einem langen Pferdeschwanz und einem riesigen Rondra-Kamm hinten auf dem Rücken. Ah, Rondra zum Gruß. Kommt ihr aus dem Dschungel? Ihr seht nicht so aus. Ihr kommt von dem Schiff. Wart ihr bereits auf einer Expedition? Ich bin Randara. Verzeiht, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Wart ihr auf einer Expedition? Sagt! Nein, ich bin Rafim und ich komm Schiff. Und ihr wart noch nicht im Dschungel? Nein, also hier nicht. Seid ihr in Questador? Was ist das denn? Jemand, der im Dschungel war. Ich suche meine Schwester. Hätte ja sein können, dass ihr wisst, wo sie ist. Naja, wie lange ist sie denn schon weg? Nur ein paar Jahre. Ja, und ihr sucht immer noch. Ich suche nach Hinweisen, ja. Aber wenn ihr mir nicht helfen könnt, dann... Aber ein Schiff, dann gehe ich in die Löwenschenke. Vielleicht weiß jemand von euren Begleitern etwas mehr. Danke. Wenn ihr noch jemanden sucht, dann sprecht am besten mit dem Uta Hatahesi. Ja. Ja, viel Erfolg bei eurer Suche. Ja, damit geht sie schnellen Schrittes ab und ihr Mantel fliegt noch einmal ein bisschen im Wind herum. Bis du dann sehen kannst, wie sich jemand, der wesentlich mehr Hutalemidisch dann auf dich zutritt. Du kannst ein paar Skorpione an seiner Brust erkennen, zahlreiche weitere Jaguar-Figuren und viel in Gold gekleidet für einen Rondrianer, weniger in Rot. Verbeugte sich vor dir. Rondra mit euch und Kor. Ja, der Bruder des Blutes mit euch. Was ist das denn für eine? Andara. Die Tempelvorsteherin. Oh. Sie sucht, nachdem sie sich versetzen hat lassen, nach ihrer Schwester. Sie verschwand auf einer Expedition. Ihr seid nicht der Erste und ihr werdet doch nicht der Letzte sein, den sie befragt. Naja, hat sie schon mal darüber nachgedacht, dass ihre Schwester vielleicht schon bei Boron ist? Tja, auch das steht im Raum, aber sie fragte dennoch nach Hinweisen. Nun, wenn sie dann nicht nur ihre Leiche bergen mag, dann möchte sie wenigstens herausfinden, was mit ihr passiert ist. Naja, ist ja auch an sich ganz spannend. Aber deswegen bin ich nicht hier. Wir werden heute, also ich weiß nicht, ob es heute noch... Naja, unter anderem, lasst mich erstmal fertig reden. Und zwar, hier wird noch ein Paktierer heute seinen Pakt brechen. Und ich wollte fragen, ob ihr vielleicht mitmachen wollt. Also ich weiß natürlich nicht, was auftauchen wird, aber vielleicht sind ja ein paar Dämonen dabei und dann haben wir Spaß. Sehr gut. Nun, ich werde natürlich die Seele versuchen, bis zum Ende zu bewahren. Und ich gehe davon aus, dass gekämpft werden darf, neben vielen anderen Erscheinungen. Kommt natürlich immer darauf an, welches Element bedient werden darf, aber wer sollte ich sein, dass ich einer wehrlosen Seele nicht helfe? Ja, die Golgariten holen den gerade schon. Ich wollte nur mal Bescheid sagen. Außerdem würde ich gerne meditieren, wenn ihr habt gerne. Ihr einen kleinen Chorschrein vielleicht? Nun, einen Chorschrein, einen kleinen, sucht euch eine beliebige Statue aus. Chor wird doch bei euch auch als Chimäre nicht unbedingt, aber ihr habt doch auch eine Pantherdame bei euch in eurem Kanon. Ja, natürlich. Wie steht ihr denn zu dem Opfern von Blut? Beliebig. Wollt ihr eine Schale haben? Oh ja, wunderbar. Natürlich, eine Schale wäre ganz hervorragend. Die kann ich euch aus der Sakristei bringen. Moment. Aber wenn tatsächlich nun gleich ein Paktbruch vollzogen wird, dann werden wir den Kampf eher verschieben müssen. Sucht mich sonst einfach danach noch einmal auf. Ja, natürlich. Aber ein bisschen Blut vor dem Kampf ist immer vernünftig. Moment, ich hole die Schale. Damit geht er ab und holt ihr deine Schale. Ja, währenddessen können die Golgariten dann auch euer Schiff betreten und Kutarima Bovesia Hotep wird dann
euren Magiergrafen von Eders eine Kapuze über den Kopf ziehen, noch weitere Eisenkragen umlegen, wenn das nicht sowieso schon der Fall war, die Hände auf den Rücken binden und auch die Füße, sodass er dann getragen werden muss, aber das scheint für ihn kein Problem zu sein. Und so gehen die Golgariten von eurem Schiff in Richtung des Sonnentempels. So, Abelmir, müssen wir jetzt dabei sein oder können wir uns einen angenehmen Abend machen? Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ich vermute, es bedarf einer gewissen Vorbereitung. Und nun, wenn es wirklich ein politischer Prozess ist, wer weiß, wie lange es wirklich dauert. Also, wie gesagt, ich war beim letzten Paktbruch hier nicht dabei. Ihr erinnert euch, wir waren da in Punien doch noch etwas beschäftigt mit... Naja, ich war leider dabei. Es war eine unschöne Sache. Ja, ich werde meine Zeit auf dem Schiff verbringen. Ich muss noch ein bisschen an einigen Geschützen rumschrauben. Ich wollte den Aal ein bisschen verbessern. Weiter in der Stadt Zeit zu verbringen, den geht's nicht wirklich gut. Ich habe da eine nette Kneipe gesehen. Ihm ist ja gerade nicht da. Abelmir, möchtest du mitkommen? Es gibt da sicherlich auch Wein aus dem Morasreich. Wieso nicht? Das kann nicht schaden. Und dann musst du mir noch mal ganz genau erzählen, was mit diesem Strafversetzten passiert ist. Ich habe da noch ein paar Nachfragen. Ja, also ich kann bloß berichten, was mir zugetragen wurde. Es ist nicht viel, aber nun ja, eine hässliche Sache. Ganz furchtbar. Und Boltax, erzählt es bitte nicht in dieser Stadt herum. Nein, nein, wer wäre ich denn? Ja, ihr seid Boltax. Richtig. Ja, das meinte ich. Ich erhalte mich zurück, ich verspreche es. Nun gut, wir werden sehen. Nun, wo ist dann diese Taverne? Ich glaube da vorne, da sind wir auch dran vorbeigekommen. Gut aus, ja. Ja, und wir würden in die Taverne gehen. Welche ist es? Also jetzt irgendeine. Rotbarts Reling? Gibt hier eine ganze Menge. Das wäre Rotbarts Reling, ja. Das ist eine Q5 P5 S9, also ein Ort, an dem sich genervte Besucher der Hafenmeisterei, Hafenarbeiter und Freunde deftigen Essens zusammenfinden, sodass es dann, wenn ihr eintretet, ziemlich stark riecht, vor allem nach mittelreichischem Essen, und ihr könnt dann sehen, wie wohl der ein oder andere Kapitän hier sitzt. Wenige Matrosen, aber die Stimmung ist gut, es gibt auch gutes Bier, hoffentlich importiert höchstwahrscheinlich. Und auch sogar wenig Wein. Das liegt wohl aber daran, dass die Kapitäne, die aktuell hier sind, eher die Bierfreunde sind. Nicht, dass es kein Wein gäbe. Mm. Und wenn ihr dann eintretet, könnt ihr erkennen, wie hinter dem Tresen ein kleines rotbärtiges Gesicht eines Zwerges steht. Oh, ich habe mich richtig entschieden. Wunderbar. Ich schon mal pikiert auf die etwas, nun ja... Gerätschaft. Komm her! Schön, dass du hier bist. Oh, ich freue mich, hier zu sein. Zwerge sieht man nicht so oft hier. Nein, ich wollte gerade sagen... Gerosche. Oh, Groscho, aber es ist wirklich schön. Endlich mal wieder. Willst du ein Bier? Danke. Ja, gerne. Ich habe sogar gutes Pilzbier. Die Pilze hier, bei dem Wetter wachsen die so gut. Geil. Oh, das klingt gut. Und für meinen Freund, der trinkt gerne Wein. Hast du einen guten da? Oh, ich habe Wein. Oh, ja, sehr gut. Willst du ein bisschen Kautabak? Wenn wir schon dabei sind. Greift in seine Brusttasche und holt einen großen Batzen Kautabak raus und schiebt sich dann selbst was in den Mund. Du kannst auch sehen, dass seine Zähne sind auch so ein bisschen stummlich und schwarz, aber muss gutes Zeug sein. Nun, und wir hätten gerne zweimal dieses mit Käse überbacken, ne? Pilz mit Käse überbacken, das Beste. Zwergenkäse. Für dich auch, Großer. Seid ihr sicher, dass wir das essen können? Ja, natürlich. Ich kann dir auch was vom Schwein oder vom Rind geben, wenn du willst. Schwein vom Rind? Schwein oder vom Rind. Ach so. Oder Lamm, was willst du? Die Qual der Wahl, Abelmir. Hier ist immer deftig, Mann. Bruder, setz dich. Richtig. Nicht, dass du vom Fleisch fällst, Abelmir. Du siehst ganz toll aus. Ja, das ist beabsichtigt. Nun, dann nehme ich etwas Lamm und etwas Brot. Ja. Und habt ihr einen Wein da? Ja, kann ich ja machen. Soll ich da irgendwas reintun? Was?
machen? Ihr müsst doch so den Weinbus zapfen. Oder ja, zapfen? Was? Eine Flasche öffnen. Boah, ich wollte nur fragen, ob ich dir was reinmachen soll. soll ich dir das Brot, mit Käse überbacken, Junge? Wieso nicht? Das ist eine hervorragende Idee. Soll ich dir das Lamm mit Käse überbacken, Junge? Nein. Warum nicht? Nun, es scheint mir etwas... Beleidigst du meinen Käse, oder was? Füllend zu sein. Nun ja, Käse steht füllen. Käse steht zum Magen. Er hat nicht so einen hervorragenden Magen wie wir. Dafür darf es bei mir extra Käse sein. Achso, ich bin übrigens Nuxolam, Sohn des Andrasch. Nuxolam, Sohn des Andrasch, ich bin Boltax. Sehr gut, Boltax. Oh, ich muss dir gleich noch ein paar wunderbare Witze vom Hochkönig erzählen. Ah. Ich habe die besten Witze vom Hochkönig. Ah, ich hab ihn so lange nicht gesehen. Was gibt's Neues von Albrax, dem alten Witzerzähler? Seine Witze sind so gut. Auf jeden Fall. Nun, also, und dann würde sich Boltax erstmal in einem 10-minütigen Kurzbericht darin ergießen, was es Neues von Albrax gibt und dass Albrax ja dieses und jenes Tolle getan hat. Und ja. Dass die, und die nächste Stunde werden einfach Witze erzählt. Genau, immer die fünf gleichen, aber... Seit 1980 hat er keine Albrax-Witze mehr gehört. Also sie sind seit 40 Jahren veraltet. Nuxolam ist übrigens 90. Ja. Oh, also gar nicht so viel älter als ich. Nö, aber er macht halt was aus sich. Er ist halt kein Herumtreiber-Zwerg. Er hat einfach sehr, sehr nieder... Er hat einfach eine Taverne, ne? Das ist einfach auch schon ein Traum. Wenn du gerade so Stollenwirt bist oder sowas, einen eigenen Stollenminengang hast oder Pilzbauer bist oder Kristallzüchter, so Herumtreiberzwerge sind natürlich gar nicht so gut gesehen, aber du bist ja Geode, dann darf man das. Ja, richtig. So diese ganzen Drachenjäger, in Anführungsstrichen, ne, die noch keinen Drachen erlegt haben, aber rumziehen und das dann machen wollen, ne, das ist so Abschaum, aber naja, gut. Ja, ich würde dann auch einfließen lassen, dass Abel mir ja auch schon einen Drachen erlegt hat und nochmal auf seine Narbe hinweisen und so weiter. Dafür bekommt er sein Brot mit Dreifachkäse überbacken. So richtig schön Blauschimmel. Dreimal Käsebelag oben auf dein Brot drauf. Das erstmal sezieren, sorgfältig das Essen. Ja, und du musst das dein Lamm auch so ein bisschen... Er hat es nicht draufgelegt, aber der Käse ist da drunter, so dass es dann halt so als Käseschüssel war es zumindest mal. Also es ist so viel Käse auf dem Teller. Es riecht halt würzig. Alles ist besser mit Käse. Ja, Käse du stocherst einfach so ein bisschen mit deiner Gabel in diesem zähflüssigen Käse und hörst Boltax bei seinen dummen Witzen zu, Alter. Ist die Hölle. Hotter Lamp ist die Hölle. Ja, auf jeden Fall. Wie nennt man 6 Zwerge auf einem Seil? Fallen? Einen halben Meter. Das habe ich nicht verstanden. Was? Hast du nicht verstanden? Der war doch super lustig. Erzähl doch mal, Boltax. Okay. Wie nennt man 6 Zwerge? Auf einem Seil. Weißt du es nicht? Muss doch wissen. Was hat das von einem halben Meter zu tun? Ein halber Meter! Das ist so lustig. Oh, fantastisch. Mich frustriert im Essen. Ja, da ist ja wieder dieser Käse. Der Käse ist so hell, er leuchtet dir ins Gesicht. Ich würde ihm erstmal sezieren und wir gucken mal, wo ich da Obias Fleisch finde. Ja, Boltax hat sich so einen riesigen Pilz in seinen Bart reingeschoben. Also sein Bart ist auch einfach halb mit Käse verklebt. Das schmeckt wie zu Hause. Was macht Diamantis? Ja, Diamantis ist wieder zurück zum Schiff gegangen. Er hat genug von der Stadt. Wäre dann strikt direkt in die Zimmermannskajüten, also wo die Zimmermänner sind, durch die Tür durchmarschiert und einen Blick auf Logalosch geworfen. Hey, Logalosch, geh mir mal zur Hand. Ich habe oben noch ein paar Arbeitszeuge erledigen. Hier. Kannst bitte sagen. Dann bitte geh mir mal zur Hand. Ja, mache ich. Hier, pack die Absetzzange ein und wir werden wohl noch die Blechschere werden wir auch brauchen. Und haben wir hier irgendwo was zum Stahlverstrebungen? Ja, warte, ich sehe schon. In Ordnung. Kannst du mir mal verdammt nochmal sagen, was du hier vorhast? Ich will den Skorpion ausbessern. Kannst du damit umgehen? Der Skorpion ist gut, wie er ist. Ja, das meinst du.
Aber dabei können wir noch ordentlich was machen. Tja, dann will ich mal sehen, was du so alles vorhast. Erstmal müssen wir das Gestell verbessern. Ich will die Zugkraft erhöhen, damit wir eine höhere Reichweite erreichen. Aber bisher, wie das aufgebaut ist, wenn wir da nicht ordentliche Metallverstrebungen ranbauen, dann wird er beim ersten Schuss zusammenbrechen. Wenn du die Scheiße kaputt machst, melde ich das beim Kapitän. Scheiße, denkst du, ich bin unbegabt oder was? Meinst du, ich kann nicht damit umgehen? Ich hab dich erst zweimal bei uns gesehen, Mann. Ja, dann hier, pack die Werkzeuge an und dann kannst du mir zuschauen. Kannst mal einen Blick über die Schulter des Meisters werfen. Sehe ich so aus, als ob ich Werkzeuge trage, oder was? Glaubst du, ich bin Novize? Ja, für was bist du denn gut? Kannst du denn überhaupt mit allen umgehen? Weißt du, wie die aufgebaut sind? Hast du schon mal Geschütze verbessert? Ich bin Handwerker, Junge. Ja. Und du beleidigst mich nicht in meiner Werkstatt. Das beantwortet meine Frage nicht. Ich komme mit. Den Werkzeugkasten kannst du alleine tragen. Ja, ich nehme mir eine kleine Kiste und pack da die ganzen Sachen, die ich brauche. Dann würfel mal eine Mechanikprobe. Mechanik? Ja. Ja. Kriegst du mit der Spezialisierung Belagerungswaffen? Ja. Und das wird ein Langzeitprojekt, aber da ich nicht weiterhin Zeit in der Stadt verbringen möchte mit dem ganzen Gesindel, was da rumläuft, ja, Ungläubige, Leute, die hier Ketzer beleidigen, Brabaka, mache ich lieber das. Ja, den Zorn des verfluchten Geschlechts hast du ja sowieso schon auf die gezogen. Ja, weißt du was? Ich muss ja mich vor Lorgalosch ein bisschen beweisen, deswegen würfel ich die 17 neu. Ja, trotzdem gar nicht so gut. Was ist denn das? Klugheit, ne? Ja, Klugheit. Drei Punkte, also, die fehlen, sind nur noch 9. Zusätzliche 2 Punkte, also habe ich insgesamt 14 Punkte über. Genau. Ja. Ja, und so würde ich da ein wenig Zeit verbringen. Wahrscheinlich nicht allzu viel Worte mit Lorgalosch wechseln, denn er scheint mir nicht allzu gesprächig zu sein. Er ist ein alter Grummel, das weißt du auch. Also Lorgalosch ist ein Schreihals und ein Grummel und den mag eigentlich keiner. Aber er versteht was von seinem Handwerk. Ja, ich versuche es anfangs hier relativ alleine zu machen. Klappt auch relativ gut, bis ich dann eine zweite Hand gebrauchen kann. Seufze dann und du musst mir jetzt mal zur Hand gehen. Ich krieg die Stahlverstrebung hier nicht alleine ran. Das sehe ich. Seit 3 Minuten verschwendest du meine Zeit und dann pack dazu und dann klappt das auch. Ja. Viel mehr hätte ich nicht zu tun. Also gut. Dann warte ich, bis die anderen mit ihrer Stadtreise fertig sind. Ja. Ja, Rafim kann dann natürlich Blut opfern und du siehst dann auch, wie Uttar Hatahesi von einem Praios-Novizen, das ist der, den du auch eben schon gesehen hast, der wird dann eingeladen nach dem Motto, wenn du möchtest, kannst du dabei sein. Genau, für meine Meditation, die ich jetzt durchführen möchte, außer der -1 für ein Tempel der 12 Göttlichen, ist sonst irgendwas relevant? Ich glaube nicht. Hast du noch irgendwelche, hier sind keine Minderpaktierer oder sowas in der Nähe? Ja genau, ist jetzt nur die Frage, keine Ahnung, wenn die jetzt alle Paktierer werden oder was weiß ich denn dann? Nö, alles gut. Okay, dann habe ich noch eine +4, weil es nur eine Woche her ist, seitdem ich das letzte Mal meditiert habe, -1, also eine +3. Aua, ich habe ja Glück und würfel. Nee, kein Glück, ich habe einen Schicksalspunkt und würfel die 19 neu. Das sieht gut aus. Dann ist es für volle Punkte reich. Mhm. 13. Okay. Der Pakt wird noch nicht widerrufen, das wird ja dann auch an der Stelle festgestellt, aber die Geweihten werden sich auf alle Fälle viel mit ihm unterhalten und er wird in die Keller des Sonnentempels erstmal eingesperrt. Aber er wird auf alle Fälle hier nie wieder rauskommen, beziehungsweise darf dann den Tempel noch einmal betreten, um zu widerrufen, 24 Stunden leben und danach wird er getötet. Das ist so die Prozedur. Aber im Prinzip gäbe es dann in Hotar Leben wenig zu tun für dich. Es sei denn, du möchtest noch einmal bei den verschiedenen Adligen vorbeischauen oder dir die Arena betrachten, den anderen Rondra-Tempel, die Garnison. Was ist denn mein Eindruck vor dem Rondra-Tempel? Ist der gut besucht oder habe ich eher so das Gefühl, dass das mir so eine Garnison einfach nur ist, die hier halt rumsitzt? Hotar Leben ist sowieso nicht gut besucht. Du hast so ein bisschen das Gefühl, es könnte sowas wie eine Militärstadt sein, die sowohl die ungläubigen Muahas draußen hält und die Sklavenjäger draußen hält und so die letzte Bastion gegen die Ketzer aus
Alantha, die Ketze aus, ja, die ganzen Piraten, die da draußen sind. Ihr hattet doch auf eurer Reise, hattet ihr eine ganze Menge von der schwarzen Schlange gesehen. Die hatten euch aber nicht angegriffen, weil ihr den Pakt mit Dagon Lolona hattet. Aber ihr seid vielen Piraten begegnet. Also die gesamte Stadt scheint mir eher so in einem schlechten Zustand zu sein? Oder nein. Sie ist einfach leer. Also das Geld ist ungleich verteilt, aber das ist ja immer so. Du hast ein paar Sklaven gesehen, die dann hierher geflohen sind. Die sitzen rum und sind einfach froh, dass sie Tagelöhner sein dürfen und dass sie keine Sklaven sind. Und dann nicht irgendwie nach Alantha gebracht werden oder sowas. Aber der Stadt scheint es gut zu gehen. Also das ist kein Dreckloch. Es ist einfach nur, die sind einfach nur draußen und weiter allein und drumherum ist nur Dschungel oder dann eben Brabak, ne? Oder Korhop. Also sie sind einfach abgeschnitten. Sie sind abgeschnitten, aber einfach aufgrund ihrer Lage. Nicht so sehr, weil, müsste man dann in Brabak gucken, warum hier wenige Schiffe halten. Okay, aber, ja, mehr wollte also ich gar nicht raus. Es gibt hier gutes Geld, so. Nur nicht so viele Leute. Ja, dann würde ich mich danach auch wieder aufmachen. Haben die mir eine Einschätzung gegeben? Oder weiß ich vielleicht auch selber tatsächlich, wie lange das dauert, so jemanden zu befragen? Wirklich so eine Art letzte Beichte? Ja, richtig? Genau. Also das wird so grob einen Tag dauern. Da werden sie ihm noch ein paar Fragen stellen, ob er einsichtig ist oder so. Und ob sich das lohnt, seine Seele zu retten. Und dann werden sie ihn höchstwahrscheinlich danach abschwören lassen. Und bewachen dann oder verteidigen dann sein Leben gegen die einstürmenden Dämonen. Aber du bist auch der Meinung, die Golgariten, die hier sind, die sind im Kampf gegen Untote ausgebildet. Beziehungsweise eigentlich war ihre eigentliche Aufgabe ja, beim Gründungsdatum gegen die Ketzer aus Alantha vorzugehen. Und das wurde dann verschoben, um gegen die Untoten aus Transysilien und Varunkai zu ziehen. Da sind ein paar Veteranen bei, aber die meisten sind einfach sehr theoretisch. Aber die können auf alle Fälle brutal zuhauen.